Ich habe ja den Test gemacht. Mein wahres biologisches Alter. Soll ich es dir verraten? Mein wahres biologisches Alter ist. Heute habe ich mal ein etwas anderes Food Diary für dich. Nicht nur, weil ich was anderes esse momentan, sondern auch, weil ich heute bald darauf eingehen möchte, warum ich was, wie, aus welchem Grund, in welcher Reihenfolge esse, damit du dir für dich das rausziehen kannst, was sich für dich gerade stimmig anfühlt und was für dich gerade in deinen Alltag, in deine Ernährung reinpasst. Du wirst bestimmt überrascht sein, was ich gerade esse und vor allen Dingen auch, wo ich meine Proteine herbekomme, um mich jeden Tag topfit zu fühlen und das mit 41 Jahren. Bevor ich anfange, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen und zwar zu der kostenlosen Challenge, mehr rohköstliche Sachen zu naschen. Dafür brauchst du gerade mal 2 Minuten täglich. Wir machen diese Challenge kostenlos bei Instagram und wenn du auch täglich mit mir Süßigkeiten zusammen naschen möchtest, mit dem Extra-Twist Nährstoffe, die dich ganz doll satt machen und machen, dass du keinen Heißhunger in Zukunft mehr hast, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich dazu ein. Alle Informationen findest du in der Videobeschreibung und ich freue mich so, so sehr, wenn wir zusammen naschen können. Meine erste Mahlzeit esse ich ja immer erst ein bisschen später, wenn andere ungefähr ihr Mittagessen essen. Das mache ich aus dem Grund, weil ich immer noch das Intervallfasten mache. Nicht mehr so strikt und nicht mehr 16:8 oder 18:6 oder 20:4, sondern gerade so, wie eben das Leben gerade spielt. Dazu habe ich nämlich auch gerade ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal dort. Und das mache ich nicht, um zu hungern oder um zu verzichten, weil das ist es für mich nicht, sondern es ist einfach wie so eine Art Recycling des Körpers. Weil dieser Prozess wird Autophagie genannt und der setzt nach 14 Stunden Fastenzeit ein. Dann nimmt der Körper die Stoffe, die sozusagen überflüssig sind, die Abfallstoffe sind und verwertet die nochmal neu und recycelt die, um da wieder neue Sachen draus zu machen. Also der Körper erneuert sich sozusagen selbst. Und das ist ein ganz, ganz tolles, eine ganz tolle Sache. Und es ist auch mittlerweile nachgewiesen, dass dieses Intervallfasten einen verjüngenden oder sagen wir so, vielleicht nicht verjüngend, aber es hält und verlangsamt den Alterungsprozess. Und das macht, dass ich mich 20 Jahre jünger fühle. Ich faste so im Schnitt, grob gesagt, würde ich sagen, zwischen 19 Uhr abends und 13 Uhr am nächsten Tag. Das ist wirklich so ein ungefähres Ding. Manchmal esse ich auch schon um 12, manchmal bin ich schon um 18 Uhr fertig, aber so ungefähr zwischen 19 und 13 Uhr liegt meine Fastenphase. In dieser Fastenphase trinke ich ausschließlich Wasser, gefiltertes Wasser, um dem Körper auch die Möglichkeit zu geben, sich dann auch zu reinigen. Also wie so eine Art tägliches Detox. Und ich habe auch angefangen, in dieser Zeit so basische Kräutertees zu trinken, um meinem Körper noch mehr bei diesem Prozess zu unterstützen. Das tägliche Fastenbrechen beginne ich immer mit entweder einem frischen Saft oder, was ich auch sehr, sehr liebe, ist Kokosnusswasser mit dem Evoke Your Spirit. Und das mixe ich dann zusammen, weil dann am Anfang des Tages ist die Nährstoffaufnahme noch richtig gut und dann möchte ich meinem Körper so viele Nährstoffe wie möglich geben. Und in flüssiger Form kann der Körper es ohne hohen Verdauungsaufwand noch besser aufnehmen. Und deswegen starte ich jeden Morgen mit entweder Saft oder Kokosnusswasser mit Evoke Your Spirit. Und da sind so viele Nährstoffe drin, dass mein Körper schon mal auf einer nährstofflichen Ebene richtig gut gesättigt ist. Denn ich habe während dieser ganzen Diäten, die ich gemacht habe, während dieser ganzen Sachen, die ich so essenstechnisch schon alle durch habe, gelernt, dass der Körper keine Kalorien zählt, sondern der Körper zählt einzig und allein Nährstoffe. Und wenn unsere Nährstoffspeicher oder meine Nährstoffspeicher gedeckt sind und voll sind, dann habe ich auch keinen Heißhunger oder denke so die ganze Zeit, was könnte ich denn jetzt noch essen? Wenn ich meinen Tag mit einem frischen Saft oder aber noch besser dem Kokoswasser mit dem Evoke Your Spirit beginne, dann merke ich, wie meine Nährstoffspeicher voll sind. Ich habe das auch mal wieder gemacht, dass ich es jetzt mal 3 Tage nicht gemacht habe. Und dann habe ich richtig so gemerkt, wie in mir so dieses losging, oh, was könnte ich denn jetzt noch essen? Ich konnte mich gar nicht richtig konzentrieren und arbeiten, weil ich immer daran gedacht habe, oh, der Körper, der brauchte noch irgendwas. Da war irgendein Nährstoff, den der brauchte. Und ich habe immer nur so gedacht, was könnte ich denn jetzt noch essen? Dann habe ich was Süßes, dann was Herzhaftes. Und ich habe irgendwie nie so dieses Sättigungsgefühl gehabt, weil der Körper immer noch irgendetwas brauchte. Und genau um diesem Phänomen vorzubeugen, versorge ich mich jeden Morgen, also starte jeden Tag mit einem frischen
Orangensaft oder aber meinem Nährstoffgetränk, wie ich es nenne. Danach bin ich erstmal ganz gut gesättigt und warte meistens so 30 bis 60 Minuten ganz natürlich, bis ich so die erste Mahlzeit esse. Und normalerweise, auch so im Sommer, sind das immer so Smoothies, auch viele grüne Smoothies oder Beeren-Smoothies. Momentan habe ich da nicht so den Drang zu, sondern momentan brauche ich denke, es liegt auch an der Jahreszeit, mehr so komprimierteres Essen. Und ich habe zum Beispiel auch für mich frisch gequetschte Haferflocken entdeckt. Dafür keime ich mir Nackthafer an, lasse den dann wieder zurücktrocknen und dann quetsche ich den frisch und mache mir daraus so leckere Kekse mit Banane, Bananenpulver, Rosinen zu richtig guten Keksen und da genieße ich dann auch mal eine ganze Schale davon. Dazu mache ich mir gerne auch noch einen leckeren Dip, einfach aus Beeren, Datteln und Show Your Beauty und das schmeckt so bombastisch lecker, diese Kombination, da kann ich gar nicht aufhören zu essen. Samuel schaute das erste Mal, als ich dann angefangen habe, meine Haferflocken auch noch selber zu quetschen, meinte, aha, so machst du das? Also ich sage, ja, und meinte, warum machst du es denn? Warum nimmst du nicht einfach herkömmliche Haferflocken? Und die Sache ist, dass bei Haferflocken, sobald man die quetscht, sind innerhalb der nächsten 48 Stunden die Nährstoffe fast komplett weg. Oder der Nährstoffverfall ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und deswegen mache ich das so, dass ich mir wirklich die Mühe mache, was nicht wirklich Mühe ist. Die Kinder haben da auch total viel Spaß dran, das mitzuquetschen mit der Flockenquetsche. Und dann bereite ich die Sachen frisch zu und esse sie dann auch relativ schnell auf, damit ich in den Genuss der unglaublich hohen Nährstoffdichte von Haferflocken komme. Und das ist dann auch wieder der Unterschied, weil diese Haferflocken halten dann viel, viel länger satt, weil da noch mehr Nährstoffe drin sind als in herkömmlich gekauften. Ich kann es aber auch absolut verstehen und nehme mich da auch gar nicht auf, aus, dass ich auf herkömmlich gekaufte zurückgreife, weil das ist auch einfach bequem, weil sie halten lange und sie schmecken gut und es ist auch einfach schnell, einfach ans Glas zu gehen und da so ein Oatmeal draus zu machen. Wenn ich jetzt mal nicht diese leckeren Kekse, von denen ich heute 15 bis 20 Stück ungefähr gegessen habe, oder aber auch so leckere Bällchen, die ich ganz einfach aus Datteln, gekeimten, getrockneten Buchweizen und dem Supply Your Body mache, also diese Kombi ist auch top-notch, dann snacke ich einfach Datteln. Viele denken, das ist ungesund, aber in meinen Augen sehr, sehr gesund, weil Datteln enthalten viele Ballaststoffe, auch viele Nährstoffe wie Magnesium und auch Eisen und sie machen einfach, dass ich keinen weiteren Heißhunger habe. Und wenn ich Datteln täglich in mein Leben integriere, dann merke ich einfach, dass mein süßer Zahn befriedigt ist und ich dann abends nicht irgendwie Heißhunger schiebe. Wenn ich da eine gute Balance habe zwischen Grünzeug und Datteln, dann ist das für meinen Körper die perfekte Balance. Zu Weihnachten habe ich mir ja da ein großes Paket beim Dattelmann bestellt mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Datteln und es ist so toll, weil ich suche mir dann einfach immer verschiedene Sorten zusammen. Manche schmecken nach Karamell, andere nach Schokolade oder nach Zimt. Und das ist für mich wie so eine Art Konfektkasten. Wenn du beim Dattelmann auch mal bestellen möchtest, nutz gerne den Code MARIA15 für 15% Rabatt. Nach diesem Frühstück oder aber auch noch einem Dattelsnack bin ich dann richtig gut gesättigt und dann mache ich auch erstmal eine Pause mit dem Essen bis ungefähr so um 5, 5:30, bis ich mir dann mein Abendessen zubereite und da soll es dann wirklich herzhaft sein. Und mein Favorit momentan ist ja dieses Curry aus Wurzelgemüse, das habe ich euch auch schon dort geteilt. Ein ganz schnelles Rezept, der Quickie, also das ganz schnell gemacht aus verschiedenen Wurzelgemüsen, getrockneten Tomaten, frischen Kräutern, Kreuzkümmel, Curry, vielleicht Cayennepfeffer, je nachdem, was du magst, dann in die Küchenmaschine und dazu ein richtig leckeres Protein-Dressing auf der Basis von entweder Nüssen und oder Zucchini und noch Kräutern dazu. Und ich mache mir dazu gerne ein Proteinpulver noch mit rein, weil ich gemerkt habe, ich weiß, wir brauchen nicht wirklich Proteinpulver, das ist mir schon bewusst. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass wenn ich Superfoods in meine Gerichte mit integriere, dann macht es mich länger satt, es versorgt mich besser mit Nährstoffen und es bewirkt, dass ich hinterher wirklich auf Zellebene richtig gut gesättigt bin und nicht mehr so das Gefühl habe, ich bräuchte jetzt noch irgendwas und habe seitdem ich das mache, keinen Heißhunger mehr. Für die Verdauung gebe ich mir dann auch immer noch so fermentierte Sachen mit dazu, das mag ich momentan gerne. Ich habe da zum Beispiel Sauerkraut oder aber auch Rotkraut, fermentierten Rosenkohl, das sind so Sachen, die mag ich momentan sehr, das gebe ich mir noch dazu, vielleicht ein paar Pilze und dann darf aktuell auch mein
selbstgemachtes Beautybrot nicht fehlen. Auch so ein Favorit, den ich gerade jeden Abend esse. Und das ist auch aus Braunhülse, die gut ist für Haut, Haare und Nägel, reich an Silizium, ausgekeimtem Buchweizenmehl mit Hanfsamen für das Omega-3. Also das ist auch so eine richtige Nährstoffbombe. Und das sättigt mich dann auf einem ganz anderen Niveau. Unsere Nahrung, und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Fertigprodukte, sondern wirklich auch der frische Brokkoli aus dem Bioladen, der enthält heute nur noch einen Bruchteil von dem, was er noch vor 10, 15 Jahren an Nährstoffen enthalten hat, weil unsere Böden eben immer ausgelaugter sind, wir mehr Monokulturen betreiben. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, hochwertige und die besten Rohkost-Superfoods spielend leicht in meine Gerichte zu integrieren, weil das macht, dass ich mich fit fühle, gesund und dass ich das Gefühl habe, ich bin 20 Jahre jünger. Und ich habe ja den Test gemacht. Mein wahres biologisches Alter. Soll ich es dir verraten? Mein wahres biologisches Alter ist 33 Jahre. Das heißt, fast 10 Jahre jünger, als was ich wirklich bin. Und ich kann dir sagen, das spüre ich. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, es jeden Tag ein kleines Stückchen besser zu machen. Und jetzt will ich mal von dir wissen, was kannst du heute machen, um fitter, gesünder und dich noch jünger zu fühlen? Wie kannst du dir dein Leben noch bunter, noch grüner zu machen? Geh mal in deine Küche und schau mal, wie du deinen Körper, deine Seele und deinen Geist heute verführen kannst.